Ja, das war natürlich klar, dass du noch was weißt. Das ist ja super, deswegen. Ich hätte noch ein paar Sachen, die mir durchaus auch sehr viel Freude bereiten. Also ich bin ein enthusiastischer Podcast-Hörer. Antennapod. Ich höre Mini-Podcasts an, deswegen, aber ja, habe ich auch schon gehört. Und für die Seriengucker unter uns, Droid Shows, damit kann man gegen die MovieDB abgleichen, was man schon gesehen hat. Also, wer kennt es nicht? Man hat seine 12 Serien, die man gerne guckt, aber weiß nicht, wo man gerade bei welcher Serie war. Das kann man da schön abhaken. Wie heißt das? Droid Shows. Ich hätte noch einen RSS-Feeder. Aha. Der heißt einfach Feeder, aber da gibt es ja auch genug. Wer noch von früher den Norton Commander kennt, Ghost Commander. Aber was ist daran besser als an normalen Pfeil-Dinger? Hast du einen funktionierenden FTP-Client? Ja, die habe ich früher gehabt, aber bei Thermux ist, hast du halt noch Open, hast halt noch SSH-Access drin zum Beispiel. Du hast noch ein umfangreicheres Terminal. Ja, okay, SSH-Access. Gut, das muss ich schon mal ausprobieren. Genau, SCP? Ja, geht auch. Ich gehe jetzt einfach nochmal durch. Kodi hat eine offizielle App, Core. Also Kodi ist ein Media Center. Das ist auch wieder so eine, so, etwa so groß wie Osmand oder das Thema, oder wie Nextcloud das Thema. Es gibt einen... Mediencenter, oder was? Kodi, kennst du Xbox Media Center? Kennst du den noch? So hieß es früher. Kodi heißt der jetzt. Nachher. Okay. Es gibt einen schönen Fork von NewPipe, der eigentlich nur Audio macht, aber dann sowas ist wie Spotify, wo man sagt, okay, ich möchte Musik gestreamt haben. Ah. MusicPiped heißt der. So von NewPipe. Nextcloud Talk, das hattest du ja schon. Padland, also wer Etherpad es schon mal irgendwie gesehen hat, sowas wie, dass man mit mehreren Benutzern ein simples Textdokument irgendwie editiert, ist Etherpad ganz nett. Als App gibt's das, Etherpad. Das ist schön. Wer zu Hause einen Mumble-Server hat, mag Plumble. Okay. Also Mumble ist so Voice-Kommunikation über sowas ähnliches wie Teamspeak, kommt aus der Gaming-Ecke. Dann hätte ich noch Voice als App. Das ist gut, wenn man Hörbücher hören möchte, weil man da so Verzeichnisse scannen kann und sagt, okay, welchen Track war ich? Man kann sich das sozusagen das Cover aus dem Netz über eine Google-Suche ziehen, das ist ganz nett. Was noch nett ist, ist ZAPP, Z-A-P-P. Das ist eine App, um öffentlich-rechtliche Mediatheken zu durchsuchen. Und das halt auch gegen Kodi zu werfen, also gegen Mediacenter. Und das ist wirklich sehr angenehm. Livestream und auch Download. Ansonsten hätte ich noch kleinere Späße, wenn man irgendwie sowas wie Zirkeltraining machen möchte. Da gibt es den Intervalltimer. Es gibt an der Stelle immer mal wieder Organisationen, die in F-Droid rein publizieren. Und der Intervalltimer, das ist von irgendeiner... Ich kann das sagen, dass das KIT an der Ecke da irgendwas macht? Ich weiß es jetzt nicht. Es wird aufgezeichnet. Ich bin mir unsicher. Das sieht man, die sind blau und haben unten so ein paar lustige Bobbles. Und es gibt so Basic-Anwendungen, Simply Calendar, Simply Contacts. Das sind diese orangenen Apps, die dann auch sind. Also wenn man jetzt sagt, ich bin mit der Standardkontaktverwaltung so nicht ganz zufrieden, weil die jetzt nicht das Widget hat, was ich gerne hätte, da kann man da nochmal gucken. ETAR gibt es doch da auch, oder? ETAR, aber ich habe da gibt's eine Menge. Auch nicht ausprobiert, wurde mir empfohlen. Wenn man Simple Context, Simple Kalender, das sind so Apps, die so einen orangenen Hintergrund haben. Mhm. Oh, und eins habe ich auch noch, Linphone. Das ist super. Das ist super, ne? Genau. Also wer schon immer irgendwie was mit SIP gemacht hat, Linphone, das funktioniert. Wer so ein SIP... Womit? SIP-Client. SIP-Client. Also Telefonie. Genau. Also wenn du einen SIP-Provider hast, also es gibt so diverse Anbieter, die halt eine Brücke von Internet zu Telefon zu Landline bilden. Und was noch nett ist, ich habe hier ein LibreOffice drauf. Das gab es auch wohl irgendwo in F-Droid. Ja, wenn irgendjemand mal was per Mail schickt und dann mal zu sehen, was da drin ist. Also wenn man gerade seinen Rechner nicht dabei hat. Ja, das stimmt. Um einfach mal eine Datei zu öffnen, ist ganz gut. Auf dem Tablet habe ich es, habe ich auf dem früher auch gehabt.
was schön ist, ist X-Privacy. Also es gibt noch auch nur das X-Developer-Framework dann drauf. Und damit kann man praktisch feingranular hingehen, kann sagen, also mit der Firewall kann ich ja nur blockieren, darf die App raus oder nicht raus. Wenn ich aber sage, ich will die App nutzen, möchte aber nicht, dass die zum Beispiel meine Standortdaten, meine Waren rausgibt, dann kann ich Fake-Standortdaten weitergeben oder Fake- oder leeres Adressbuch weiterleiten. Dann kann ich mal die App nutzen, aber nur halt an den, der mich interessiert, ein bisschen Müll dann. Cool. X-Privacy, oder wie? X-Privacy. Ja, das klingt spannend. Mit meinem Holz nicht mehr, auf meinem Tablet habe ich drauf. Mhm, klingt spannend. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, eine politische App, die heißt Demokratie-App. Die ist auch ganz hübsch. Da kann man die ganzen Sachen, die im Bundestag noch entschieden werden oder nicht entschieden werden, kann man vorher überlegen, wie man selber entscheidet. Und dann sieht man entweder, wie sie im Bundestag auch entschieden haben oder eben wie die anderen, die auch die App benutzen, eben auch da entschieden hätten. Ach ja? Wie heißt die Demokratie-App, oder? Ach was, klingt auch cool, ja? Ja, also da die ganzen Protokolle, Alle Achtung. Ja, das haben die 2 Leute entwickelt, also total cool. Ja, das klingt echt ganz cool. Das macht es ja sehr transparent. Ja, aber wenn du Fahrrad fährst, was mir noch einfällt, B-Router. Guck mal im Netz auch nach B-Router. B-Router? Ja. Gibt's auch im Netz und da sagst du, du willst von hier nach München mit dem Fahrrad fahren, dann kriegst du eine gescheite Fahrradstrecke. Okay. Also ich habe es einmal getestet, bin schon hier nach Erlangen gefahren. Normalerweise stelle ich mich auf die B95 und fahre durch. In Bayreuth ärgere ich mich, dass die Kraftfahrstraße wird und dann hupt's überall. Und dann habe ich das mal in den B-Router reingegeben und der hat mich auf super schöne Strecken da. Ja, geil. Rennradtauglich. Geil. Bis auf 8 Kilometer einmal. Und der zeigt dir das dann logischerweise auch auf Karte an? Der B-Router ist eigentlich nur, wo du die VX-File berechnest. Den wird dann ins USB. Ja, noch geiler. Okay. Und dann eigentlich, wenn ich am Rennrad bin, stecke ich mir das nur ins Trikot rein und Headset und lasse mich dann dirigieren. Ein Knopf im Ohr, um einen zu hören und dann möchte ich mir erzählen, wo ich hinfahren muss. Ah ja, geil. Also irgendwann ab bei Reut hört man Radius dann wirklich auf. Also Osman sagt dir quasi jetzt rechts abbiegen? Genau, der soll dann rechts abbiegen. Das kannst du auch über die Musik legen quasi? Das habe ich noch nicht probiert. Also beides. So wäre es am besten, pausieren, dann sagt sie ja jetzt rechts fahren. Und dann geht Musik weiter. Geil. Gut, wenn man sich jetzt nicht so einen Fahrradhalter bauen will. Also ich komme damit. Ja, ich habe mal geguckt nach so Fahrradhaltern. Da gibt es einen, der soll ganz gut sein, den machst du ja drauf und der hat dann diese Gummistrapsen. Da hängst du da drauf und dann hängt das sich mit 4 Gummistrapsen ein. Das soll eigentlich recht robust sein, ganz gut funktionieren. Es gibt auch welche, die du ganz normal, die legst du rein, die schiebst du zusammen, die sind für andere Modelle gedacht, aber die passen alle an. Ja, ja. Beim Halter fände ich dann auch den Vorteil, man müsste nicht in die Hosentasche tragen, weil ich fahre halt auch gerne so in Brandenburg einfach mal so 6-7 Stunden Strecken. Ja. Und dann ist es ganz geschickt, man hat es nicht in der Hosentasche. Das ist schön. Aber ja. Cool. Aber das stimmt, vielleicht gibt es auch so dynamischere Haltungen. Und wie gesagt, B-Router kannst du mal auch im Netz gucken, B-Router Web. Und dann kann man sich mal seine Strecke auch dann zurechtziehen. Also der bietet dir was an. Und dann kannst du auch noch was ziehen. Ja, geil. Und das tust du dir dann als GPX-File oder KNX. Aber es ist dann browserbasiert. Quasi, ich mache mir da die Route und dann. Wenn du es im Netz hast, ist es browserbasiert. Und dann kannst du angeben, fährst du Trekkingfahrrad, Mountainbike, Rennrad. Und je nachdem tut er dann praktisch dir auf deine Strecke ausrechnen. Und dann kannst du nochmal dran rumziehen und siehst auch gleich die Profile. Und das kannst du dann abspeichern, dir auf dein Telefon schicken und dort ins OMS AMD reinladen und abpacken. Okay, cool. Geil. Finde ich eine ganz schöne Sache. Sonst noch jemand hier? 2 habe ich noch. Du hast noch 2, super. Also QuickDig, ein Offline-Übersetzungsprogramm. Und, Offline was? Offline-Übersetzungsprogramm QuickDig. Das ist super. So, und dann noch Vanilla Music und Musik hören. Ja, geil. Dann nehme ich ja wieder noch ganz schön was mit. Finde ich super. Was ich noch ganz gerne benutze für die lokalen Files, ist Amaze. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man nämlich auch dann die APKs runterladen. Ich kann auch irgendwie die Apps deinstallieren. Ist ein File-Browser? Ja, genau. Amaze heißt der. Den finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch. Dann, wenn man seinen Akku schonen will, dann gibt es diesen Battery Charge Limit. Gibt es nicht für alle Telefone, aber da kann man dann sagen, lade mir bis 90% auf und dann sozusagen entlade dich wieder, auch wenn du in der Ladestation stehst oder also wenn du angeschlossen bist, da bis 75% und dann lad erst wieder auf. Das verlängert die Lebenszeit von den Akkus. Hier gibt es eventuell auch fürs Notebook? Also wenn es ein Android ist, dann
kann es möglich sein, aber die unterstützen halt nicht jedes Telefon oder es kommt dann für Bill mal irgendwie ein Profil für das Telefon. Also bei mir kam es dann irgendwie Monate später, habe ich geschaut und dann ging es. Und davor hieß es eben, für mich geht es nicht. Battery Charge Limit. Vorhin war doch die Frage nach dem E-Book-Reader, ne? Ja. Der heißt Cool-Reader. Nee, geht nicht? Okay. Den habe ich drauf, weil zumindest habe ich da schon ein Buch gelesen damit. Aber. Ja, dann hatte ich mit dem Kaliber nicht so konvertiert bekommen. Also konvertiert. Und ich habe es aber bei ihm auch nur wie ein PDF gehabt. Und war es nicht so schick. Kennt jemand von euch Forecasty? Wenn man so ein bisschen Wetter anschauen will, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So Wettervorhersagen. Zu Thermux gibt es ein ganzes Universum. Da gibt es auch gute Vorträge drüber. Wer schon immer mit Kommandozeilen was machen möchte, media.ccc.de natürlich wie immer. Das Schöne ist, über Thermos kriegt man auch Python auf Android hin. Python, ja. Pip kommt mit, das heißt, man kommt gleich in die Pakete rein, die auch alle da sind. Und da kann man eine Menge Spaß mit haben, dass man auch selber skripten kann. Also als Idee, man kann Teilen mit Thermux nehmen und dann legt man sich eine Datei, wo hinten Bash-Skript, was damit passiert. Das Ding nimmt das als erstes Argument und dann kann man das irgendwie intern in Thermux und seinen Lieblings-Bash-SED Python benutzen, um mit Weblinks Dinge zu tun. Also YouTube.dl zum Beispiel kann man damit verdrahten. Ja. Also es ist, sag ich mal, einiges powervoller. Ich habe nicht früher auch Terminal Emulator benutzt, aber Thermux ist schon um einiges spannender. Also da ist auch ein SSHD drin, wenn man will. Also wenn man sich schon immer mal auf sein Handy drauf SSHen will. Ach so, aber auch noch. Ja, wenn man will, geht das, mache ich gerne. Oder wenn man mal irgendwie Dateitransfer mal richtig machen will und auf dem geeigneten anderen Rechner FileZilla hat, kann man dann auch mal Dateitransfer machen. SCP geht auch, oder? SCP geht auch. Okay, ja, dann wird das wirklich schwer. Also das, da kann man sich eine Menge aus. Du könntest also, wenn es gestohlen wird, auch auf dein Handy zugreifen. Ja, genau. Also über WLAN, dann macht es an der Stelle Spaß, du machst einen Hotspot auf und kannst dann vom einen Handy zum anderen Handy endlich mal irgendwie gescheit Daten übertragen. Weil sonst Handy-zu-Handy-Datenübertragung ist immer so. Naja. Ne? Aber SSH kann man ja. Ne? Gibt es gute Wiki-Einträge? Ich kriege das jetzt nicht so ganz durch, aber das macht Spaß. Vorbereitet? Man kann dann auf sein Storage zugreifen. Das ist einmal schön auf Vortrag für einen Linux-Tag. Der Typ, der Thermux geschrieben hat, hat dazu schon selber Vorträge gemacht. Also der schreibt auch Tech darüber und hat da Emacs drauflaufen. Okay. In dem Thermux sind Emacs. Ja, natürlich. Ja, quasi Thermux als Betriebssystem. Thermux ist quasi eine gescheite Shell. Ja. Wie kriegst du deine Nachricht an dein Handy rein? Du kannst dann die Tech-Pakete über Tech Live-Board runterziehen, ne? Das ist schon fast Virtualisierung. Das hier fand ich alles bis auf eins, dass ich das natürlich größer wird. Tastatur zum Kotzen. Also das bringt jetzt wenig, wenn man jetzt sagt, okay, jemand, der Thermux benutzt, macht dann einen Vortrag, sondern es gibt ja auch den Thermux-Entwickler, der dann wirklich mal wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, was er damit alles macht. Und auch die Dokumentation ist hervorragend. Wer die Pandoras Box öffnen möchte, der schaut sich die Vorträge an. Thermux, da kann man eine Menge Spaß mit haben. Sonst noch Vorschläge, Help? Ja, wenn man halt auch sagen, die persönlichen Daten zu den Apps oder den Cache, also wenn man sozusagen einen kompletten Backup und dann auf einem anderen Telefon vielleicht wieder herstellen möchte, dann kann man das nutzen. Dann SyncThing, das ist klassischer Synchronisator, dass man einfach Daten von einem Gerät zum anderen synchronisieren kann. Gibt es aber auch unter Linux in den Repos, muss man natürlich installieren und dann synchronisiert er halt einfach Ordner. Also wenn man sagt, keine Ahnung, ich möchte halt meine Bilder, wenn ich im WLAN bin, halt einfach automatisch auf mein Notebook synchronisiert haben. Ganz praktisch. Und da hat man halt dann keine zentrale Serverinstanz, sondern man kann es dann halt auf alle Rechner, mobile Geräte halt einfach synchronisieren, verschiedene Ordner.
Und wer SMS-Verschlüsselung mag, Silence. Okay. Da müssen halt aber dann, also... Logischerweise beide Parteien, ja. Genau. Da muss halt initial Schlüssel ausgetauscht werden, aber dann kann man dadurch die SMS-Verschlüsselung realisieren. Aber nur der Android, ne? Ja. Ist dann die Anzahl von Zeichen dann entsprechend geringer, ne? Oder? Ja, also was schon passiert ist natürlich, wenn du das verschlüsselst, dass du dann gegebenenfalls halt mehr SMS rausschickst, als wenn du halt... Es gibt dann noch einen kleinen Overhead, ne? Ja, genau. Genau. Aber da kann halt dann keiner mitlesen. Es gibt noch was Praktisches, was auch gut schmeckt. Fruchtradar. Da kann man gucken, wo in der Nähe irgendwas Essbares ist. Und wenn man selber was findet, kann man ein Foto hochladen. Achso, es geht tatsächlich um wirklich um echtes Essen. Ja, ja. Ah, das hast du ja schon gehört, das soll so gut sein. Aber ich habe mich nicht angetraut, weil ich habe schon so viele Stunden mit dem Shadow Pixel dann verloren. Apple Flinger ist gut. Das ist sowas, man schießt irgendwelche Vögel durch die Gegend und macht Dinge kaputt, um andere Vögel kaputt zu machen. Apple Flinger, genau so hieß das Ding. Rabbit Escape ist ein Lemmings-Klon. Ah ja, ah, ist ja auch lustig. Und dann ist Rabbit statt Lemminge, quasi. Ja. Also langsam wird mein Speicher voll. Also werden nach dem, wir kommen jetzt alle neue Telefone oder Speicherkarten zumindest. Aber es zeigt halt auch irgendwo, für die meisten Leute, glaube ich, für die neue Generation, ist das hier auch einfach der Hauptcomputer, das Telefon. Einen Trick hätte ich noch. Wer so Freifunker ist und vielleicht eine Overlay-Karte haben möchte, wo Freifunk-Hotspots sind, da gibt es so eine GPX-Datei irgendwo bei Freifunk-Karte. Die kann man sich dann als GPX ins Osmand reinlegen, als Overlay. Ach nee. Doch. Und dann weiß man, wo Freifunk ist zum Beispiel. Es gibt ja auch eine App, Freifunk. Ja, aber dafür brauchst du ja Internet. Das geht offline. Das geht offline. Das sollte man regelmäßig mal updaten. Also, wenn man Internet hat, dann ist natürlich die Freifunk-App super. Wenn man Internet nicht hat, kann man sich die GPX-Daten, die halt so da sind, auch als Overlay drüber ziehen. Ist dann aber etwas stockend. Ja, super. Fand es total spannend. Ich habe jetzt auch nochmal ganz viel mitgenommen von euch. Und hoffe, euch hat es auch gefallen. Wünsche euch noch. Danke. Wünsche euch noch einen schönen Linux-Tag und genau.